Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 911 Emergency. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie ihr sehen könnt im Hintergrund, wir haben eine neue Stadt freigeschaltet. Unsere letzte Schicht in New York war, naja, ich habe halt gesagt, dass ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Und dann haben die Verantwortlichen gesagt, gut, dann suchen wir dir was anderes. Und mal gucken, was sie für mich gefunden haben. Ein Autounfall. Wir sind in Boston mit einem Sternchen. Die Stadt in Massachusetts an der Ostküste gehört zu den ältesten in den USA. Was ich hier sehe, gefällt mir nicht so gut. Sie wurde 1630 gegründet. Während des amerikanischen Unabhängigkeitskampfs war die Stadt Zeuge einer Reihe von bedeutenden geschichtlichen Ereignissen. Wie zum Beispiel die Boston Tea Party. Ja, daran erinnere ich mich. Ich war nicht dabei, aber ich weiß, worum es da ging. Die Schlacht von Bunker Hill sowie die Belagerung von Boston. Ehemals eine Hafenstadt ist Boston heute Finanzzentrum und Wirtschaftsstandort, dessen Fokus auf Informationstechnologie liegt. Jährlich werden Boston 21.000 Verbrechen begangen. 25 Boston sind Afroamerikaner. Bevölkerungszahl 673.000 ist natürlich nichts verglichen zu New York. Benötigter Ruf 400. New York war uns eine Nummer zu groß, wir haben uns nicht wohlgefühlt, jetzt wurden wir nach Boston versetzt, mal eine deutliche Nummer kleiner. Mal gucken, was wir jetzt hier für Ressourcen haben. Steht da unten, dass wir irgendwie 500 Millionen Dollar haben? Sehe ich das richtig gerade? Ja, habe ich richtig gesehen, aber es ist nicht... Und sei uns nicht gegönnt. So, was haben wir denn? Guten Tag, ich bin der neue Operator. Die Leute stellen sich bei mir vor. Wir haben, jawohl, 8 Polizeieinheiten schon. Davon sind 2 Motorradeinheiten. Wir haben 2 Streifenwagen, 2 Vans. Und was ist denn das hier? Ein Häftlingstransport. Ist darauf eigentlich eine große Anzahl von Verdächtigen oder Häftlingen zu transportieren. Das ist ja cool. Und ein Hubschrauber, das ist schon mal gut. Wir haben 1, 2, 3, 4... 4 Krankenwagen, einen medizinischen Transport und einen Hubschrauber. Das ist auch in Ordnung. Und wir haben 1, 2, 3, 4 Feuerwehreinheiten. Könnte ein bisschen wenig sein. Alle sind relativ gut ausgestattet. Wir haben nur 20.000 Geld. Fahrzeuge, wir könnten uns für alle noch Hubschrauber besorgen. Das ist cool. Wir haben auch noch hier was zur Verfügung. Wir haben auch noch Belegschaft übrig. Dann werden wir auf jeden Fall aufrüsten. Im Equipment haben wir auch noch ein bisschen gedünst. Wir werden unseren Häftlingstransport natürlich aufstocken. Natürlich den Häftlingstransport zuerst. Mit einer Schrotflinte und einem Sturmgewehr kann man immer mal gebrauchen. Wir werden unsere Motorradfahrer mit Systemterminals ausstatten, wo auch immer die da dran gebracht werden, damit das alles ein bisschen zügiger vonstatten geht. Wir werden eine neue Polizeieinheit gründen. Einen Van haben wir sogar noch dabei. Dann hatten wir da in der Belegschaft natürlich auch noch ein paar Kollegen übrig. Avery Hernandez, Fahren 96. Treffsicherheit 89. Und wir werden die restlichen Kollegen... Ja, macht es Sinn, die jetzt auch zu verteilen? Macht es schon. Also, wenn jemand verletzt wird, kann man das immer noch umswitchen alles. Machen es mal so. Und so, dann haben wir die Vans schon teilweise gut besetzt. Ihr bekommt alle noch eine Pistole in der Hand, in die Hand. Einheit Nummer 7, ihr bekommt tatsächlich nochmal ein Sturmgewehr dazu, weil ihr nur zu zweit seid. Leider keine Schutzwesten mehr übrig. Neues Team Sunnies und neues Team Feuerwehr. Belegschaft haben wir Lea, hieß sie Lea? Ja, Lea Moore und Isaac Cooper. Gucken wir mal, was wir hier noch frei haben, dass sie wenigstens zu zweit immer unterwegs sind. Erste Hilfe da hier, 93 und 98% fahren, was will man mehr? Und hier nehmen wir die Fähigkeiten auch noch mit. So, dann haben wir die Kollegen wenigstens einigermaßen gut ausgestattet. Der kann sogar dort bleiben und die kommen hier nach ganz oben. Haben wir einen Sanitätswagen mit 185 Geschwindigkeit, ist er deutlich schneller vor Ort, falls da mal was ist. Haben wir noch irgendwas an Equipment übrig? Nein, Belegschaft, wir haben alles ausgenutzt. Alles aufs Maximum getrimmt, was wir von Anfang an haben. Wir haben noch 16.000 Geld, also hätten wir eh nicht mehr viel mehr machen können. Kriegen wir irgendwelches spezielles Equipment, was wir sonst noch nicht kannten? Nein, irgendwelche besonderen Fahrzeuge, da habe ich schon durchgeschaut. Alles klar, wir starten die Entsendung.
Ich bin gespannt, das Gebiet muss ja jetzt deutlich kleiner sein, aber viele Inseln, das habe ich gesagt, gefällt mir nicht so. Ja, alles so verteilt, so, Ja, apropos verteilt, unsere Einheiten sind absolut überhaupt nicht geil verteilt. So, wir schicken dich dahin, dich schicken wir hier unten mal hin, dich mag ich hier unten auf der Insel nicht haben. Wir haben euch noch hier mit hin, euch hier mit hin, Krankenwagen darüber, euch will ich hier, nee, da oben haben, da oben noch eine Feuerwehr. Die können nur einen mitnehmen, das ist gut zu wissen. Hier unten hätte ich gerne noch eine Feuerwehr. Hier hätte ich gerne noch eine Feuerwehr. Ihr bleibt hier. Das Motorrad können wir recht zentral halten. Beide Motorräder. Da für euch noch dort oben. Den Hubschrauber können wir zentral als zentral halten. Oh Gott. Na los, fahr hier hin. Wir haben Rettungseinheiten noch offen. Da müssen wir da oben einen hinschicken. Obwohl, vielleicht nicht den, sondern den Kollegen. Der Hubschrauber ist hier. Auf der Insel mit. Ja, ich würde sagen, im Großen und Ganzen sind wir dann gut verteilt und ich würde die Schicht gerne beginnen. Boston, here we go. 2247 Da haben wir auch schon direkt den ersten Einsatz mit der Polizei und eine Delle im Auto nur. Da schicken wir das Moped hin. Der muss ja nur Verdächtigen befragen, der muss keinen mitnehmen. Und da ist auch der erste Anruf aus Boston. Wenn das jetzt der 2 Wochen Bauchschmerzen-Typ ist, dann raste ich aus. 911, what's your emergency? You have to help her. She says her chest feels like it's being crushed and she can't breathe. Is she having a heart attack? Where did it happen? In our house. Could you give me an address? Das wollte ich nicht. Meine Maus spinnt schon. Could you be more specific? Who can't breathe? What exactly was she doing? She was on her mobile phone. It might be the effect of stress. Try to calm her down. Okay. Hey, you need to breathe deeply. Ich sitze in meiner Omis auch immer. Breathe in and out. Is it better? It looks like she's getting better. Can you stay with her for a while? Please monitor her condition and call us back if she starts to have breathing problems again. Okay, yeah, I'll wait with her. Bye. Ich schicke da trotzdem Krankenwagen hin, das ist mir nicht geheuer. Was haben wir denn hier? Eine elektrische Gefahr, die Feuerwehr ist ja nicht. Also, wir haben es jetzt scheinbar so gelöst. Ich werde aber trotzdem Krankenwagen hinschicken. Einfach zur Sicherheit, weil ich vertraue diesem Spiel nicht mehr. Wenn ich da jetzt auf Ignorieren gedrückt hätte, hätte ich wahrscheinlich Minuspunkte bekommen. Ansonsten ist der Start in Boston bisher ja ganz, ja, verhalten noch. Diesen Krankentransport, ich frage mich, ob wir den jemals benutzen müssen. Aber cool, eine neue Einheit mal. Guckt euch mal an, 2, 4, 6 Plätze, die können echt einen ganzen Arsch voll Verdächtiger mitnehmen. Das heißt, wenn wir Randalierer haben, schicken wir den Krankentransporter auf jeden Fall mit hin. Und ja, gucken wir mal, was uns gleich noch so erwartet hier. So, ich drücke mal hier auf Pause. Wir hatten echt eine große Pause, weil wir viele kleinere Einsätze bekommen haben. Wir hier eine kaputte Brücke, das wir schon kennen. Wir haben hier einen Müll im Brand, Raser, rote Ampel missachtet. Solche Aufträge, nichts Großes Besonderes bisher dabei gewesen. Wir haben die alte Dame übrigens, ich weiß, es tut, nervt immer so ein bisschen. Wir haben die alte Dame hier unten behandelt und es hat uns ein bisschen Effizienz gekostet. Wir sind von 100, glaube ich, auf 88 runtergedroppt. Haben aber Rufpunkte bekommen, also war es schon richtig, da jemanden hinzuschicken. Vielleicht hätten wir das vorher am Telefon alles nicht machen müssen, deswegen die Effizienz, wie auch dem, oder weil es lange gedauert hat, wie dem auch sei. Bisher haben wir scheinbar alles richtig gemacht und ich gehe jetzt mal auch endlich ans Telefon, bevor hier noch jemand stirbt. 911, what's your emergency? Help! Someone's drowning! Oh. Okay, where are you calling from? I'm at a... Okay, who's drowning? A child fell off a air mattress into the water. Can you swim? No. Stay on the shore. Keep the person in your sight. Wait for the fire and ambulance to get there, okay? What? We're supposed to just stand here and watch as somebody drowns? Look around the beach. Try to find a lifeguard. Okay. Hang on a sec. No, there aren't any lifeguards around. You can do a lot without going in the water. Just imagine a straight line that runs between the drowning person and the beach, and then mark it on the sand. Try to remember how far it is from the shore to the person. Got it.
Ja, wenn du nicht schwimmen kannst, sage ich dir bestimmt nicht, du sollst ins Wasser springen, du Nuss. Oh, ja, ich schicke natürlich den Hubschrauber hin. Jetzt habe ich ein bisschen Bedenken, dass aber die Feuerwehr gebraucht wird, weil die haben wir gerade nicht in der Nähe. Ja, ich werde diesen Krankenmann wahrscheinlich nicht brauchen. Ich schicke auf jeden Fall nochmal einen Polizeineid hin, denn die können zur Not da reinhüpfen. Ja. Unglücklich gelaufen. Hier haben wir noch die Verkehrsrage. Da ist jemand ein bisschen wütend. Das Motorrad ist dabei dahinterher. Fährt er jetzt aber verdächtig nah an dem Hubschrauber vorbei. Werde ich da einfach mal reinhüpfen. Ja, komm. Fang den mal ab. Wenn er schon genau am Hubschrauber vorbeifährt. So, ansonsten läuft es ganz gut, wie gesagt. Wir kriegen das recht gut hin. Jetzt habe ich das Problem, kriegt der nur ein Ticket? Ne, der muss festgenommen werden. Das ist ein Problem. Ja, mit dem Kind müssen wir jetzt mal gucken. Jetzt können wir das Ganze ein bisschen beschleunigen. Gesperrt durch Hindernis. Hindernis? Das Hindernis bedeutet, ich brauche die Feuerwehr. Ein Drogendealer haben wir hier. Euch brauche ich jetzt hier. Ja, schauen wir mal, wie dieser Einsatz weiterhin verläuft. Gesperrt durch Hindernis. Das Kind ist am Ertrinken. Wir müssen das Hindernis erst beseitigen. Wofür jetzt die Krankenwagen unterwegs sind und die Polizei. Ich lasse einfach alles da. Es geht hier um Leben und Tod. Ja, wir müssen da so schnell handeln. Auch wenn die Effizienz ein bisschen drunter leidet. Hauptsache, das Kind stirbt nicht. Und ja, hier oben den Brand. Schwer verletzt. Krankenwagen ist gleich da. Wir kümmern uns dort oben. Das war der Gebäudebrand. Großes Feuer. Mann, diese Maus. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Leute, wir haben ein Problem. Während wir hier zu einer Schutzverletzung fahren und hier eine Schlägerei haben, um die wir uns kümmern müssen, sowie eine Geburt, ist das Schlimmste eingetreten. Die Feuerwehr ist angekommen, das Hindernis wurde erledigt und genau in der gleichen Sekunde ist unser Kind leider ertrunken. Wie deprimierend ist das bitte? Das nur, weil jemand nicht schwimmen konnte und wir nicht genug Einheiten in der Nähe hatten. Die Feuerwehr kam an, räumt das Hindernis weg. Ich dachte, oh Gott sei Dank, 3, 2, 1, das Hindernis ist weg. In dem Moment stirbt das Kind. Ja, der Krankenwagen hat jetzt nur noch die Aufgabe, das Kind wegzutransportieren und... Ja. Das war's. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, das macht mich gerade ein bisschen traurig. Das ist kein guter Tag für die Rettungseinheiten heute. Gucken wir mal, dass wir das hier den Rest irgendwie einigermaßen noch gut hinbekommen. Eine Vergewaltigung. Was ist denn hier los? Ja, ich bin ein bisschen bedrückt gerade. Ich finde das, das war nicht schön. Keine schöne Erfahrung jetzt, die ich da gemacht habe. Ihr fahrt dorthin. Ihr fliegt hier rum. Ich bin ein bisschen depri jetzt, dadurch, dass das passiert ist und wir nicht schnell genug helfen konnten. Das bedeutet für mich, solange ich in Boston bin, werde ich wahrscheinlich hier immer eine Feuerwehr stehen haben, falls sowas wieder passiert. Wenn hier so ein Schwimmstrand ist oder so. Unglaublich. Das bedrückt mich sehr. Da wird die Effizienz wahrscheinlich drunter gelitten haben, die Rufpunkte wahrscheinlich nicht, weil wir den Auftrag ja trotzdem erfüllt haben. Aber, oh, noch eine Schlägerei. Leute, was ist denn hier los? I'm listening. Heading over there. I copy. Going there. We're ready.
Affirmative. You got any, Reporting. Affirmative. Object found. So, Object wurde gefoundet, der Webschutz. What are the orders heading over there? Reporting. Ja, ich werde das an dieser Stelle beschleunigen. Die Stimmung ist jetzt ein bisschen getrübt bei mir. Ich denke, das merkt ihr, das finde ich halt... Ach, schade. Aber gut, weiter geht's. Wenn es ist halt so, man rettet hunderte Leben, aber wenn man halt eins nicht schafft zu retten, das belastet einen dann wieder den ganzen Tag. An die ganzen, die man gerettet hat, denkt man dann nicht so weiter, sondern meistens nur an die, die man verliert. Das ist immer, ja, schade. Aber jetzt können wir es nicht mehr rückgängig machen. So, da wir wieder eine längere Pause hatten und ich nicht hier euch eine komplett leere Folge weiterhin hier präsentieren möchte, kann ich euch nochmal kurz ein Update geben. Wir haben viele Polizeieinsätze. Wir haben hier oben eine elektrische Störung gehabt. Wir haben hier ein Feuer, was gelöscht ist. Die Verletzten sind schon weggebracht. Wir hatten hier diesen großen Polizeieinsatz mit den 6 Verdächtigen, die wir jetzt alle eingetütet haben. Es ist nicht eskaliert, weil wir genug Polizeipräsenz da hatten, hoffe ich. Und ihr seht, wir haben den Gefangenentransport dafür benutzt und nochmal Verstärkungstruppen geschickt. Krankenwagen steht ja auch noch, den brauchten wir aber zum Glück nicht. Jetzt haben wir hier unten eine Delle im Auto, da haben wir schon die Motorradeinheit hingeschickt. Und hier haben wir eine laute Party mit 6 Verdächtigen. Das müssen dann natürlich die Vans erledigen. Die kriegen alle nur eine Verwarnung, aber die müssen halt alle abgearbeitet werden. Das heißt, wenn das Motorrad hier fertig ist mit der Delle im Auto, fährt der noch rüber. Da sind auch nochmal 2 Kollegen drauf, die dann die Kollegen unterstützen. Und ansonsten ist es bisher ruhig geblieben. Keine weiteren Anrufe, keine größeren Einsätze, die jetzt so ein bisschen was anderes erfordern als irgendwelche Standardsachen. Ja, gucken, was wir jetzt hier haben. Hier haben wir zum Beispiel jetzt einen Sturz. Solche Einsätze, meine ich, die sind unspektakulär und die kennen wir alle schon. Die muss ich euch nicht großartig zeigen. Wir haben die Verdächtigen jetzt hier eingetütet. Wir müssen auf jeden Fall unsere Kräfte wieder ein bisschen besser verteilen. Ansonsten, ja, das Motorrad ist da von alleine hingefahren. Ihr seht, die müssen halt alle abgearbeitet werden. Wir haben jetzt 5 Officer vor Ort. Was haben wir denn jetzt hier für einen Einsatz? Vergewaltigung hatten wir heute schon mal. Ja, jetzt keine großen Geschichten in Boston, nichts Außergewöhnliches, außer dass hier scheinbar öfter mal Leute vergewaltigt werden. Was hier natürlich passiert ist, war, ja, das war was Neues, das war was Außergewöhnliches und das war... ein doofes Ende, um ehrlich zu sein, weil wir keine Feuerwehr in der Nähe hatten und ich werde die als Konsequenz hier immer eine Feuerwehr stationiert haben. Und wenn nicht hier in der näheren Umgebung ein Einsatz ist, werde ich das auch wahrscheinlich nicht Strafzettel ausgeschickt. Werde ich das auch nicht mehr weiter hier abziehen, dass die Einheit. So, die Schicht ist gleich um. This is Officer Williams, badge number 258. The situation here. This is dispatch. What happened, 258? I shot a man. Send an ambulance to... Understood, 258. How exactly did this happen? I got a call. The suspect... The suspect didn't stop when I told them to. I shot the kid. Do you have an ID on the suspect? Danny Ron. At least that's what the driver's license I found on him said. Young, black, average height, no distinguishing features. He was trying to steal a car. I need you to walk me through how things unfolded. What happened when you arrived at the scene? He was trying to jimmy the car. I told him to put his hands on his head and step away from the vehicle. He looked at me and took off. Then I saw him reach inside his jacket, so I assumed he was carrying a gun. So I fired a shot. Send someone quick. Das ist unmöglich. 258, did you locate a gun on the suspect? No. All right, I've got an ambulance on the way and I'm sending your sergeant to your location. I don't need backup. I just need an ambulance to issue a death certificate. I'm not sending the officers as backup. They need to examine the scene and take your statement. And you're going to have to surrender your badge and gun, at least temporarily. What? Are you serious? I was just doing my job. I was protecting myself. Everything was done by the book. Fuck, are you going to lock me up? Wait for your sergeant to get there. Screw you.
Ja, okay, das war jetzt irgendwie. Okay, das war jetzt mal was ganz Besonderes. Da hat sich jemand bei uns gemeldet. Ja, okay, das Leiche eines schwarzen Mannes. Der Officer, der festgenommen werden muss. Wir haben Officer Williams. Ja, das ist wieder, das sind wieder diese typischen Fälle, die schwierig sind. Jetzt hat er letztendlich einen Unbewaffneten erschossen und dann muss man natürlich erstmal sicherstellen, dass das hier, ja, in Anführungsstrichen gerechtfertigt war. Nicht gerechtfertigt, jemanden zu erschießen, das ist eher selten, aber da muss geklärt werden, ob es nun wirklich so war, wie er es gesagt hat. Deswegen haben wir die Officer hingeschickt, die werden sich um ihn kümmern. Falls er abtransportiert werden muss, schicken wir nochmal eine Einheit hin. Wenn die Handschellen angelegt werden, braucht er meistens einen Transport, deswegen schicken wir die Kollegen hin. Der tote Junge wird eingesackt und die Schicht ist auf jeden Fall vorbei, aber das war auf jeden Fall, dann war es mal doch was anderes, dass sich jemand bei uns einfach so meldet. Hatten wir eigentlich noch nicht. So, wir haben den Kollegen jetzt eigentlich. Ja, und damit ist auch die Schicht vorbei. Ja, das ist schon mal wieder was anderes gewesen. So, wir schauen mal ganz grob. Minus 5, der Schwimmunfall haben wir verdient. Wir haben den armen Jungen sterben lassen, das war unsere Schuld. Die fatale Schusswunde haben wir 10 Pluspunkte aber für bekommen. 10 Rufpunkte, dass wir das so geregelt haben und da die Polizei hingeschickt haben. Ansonsten, ja, nichts Großes. Wie ich schon sagte, keine großartig besonderen Einsätze, bis auf die letzte mit der fatalen Schusswunde, wo sich der Officer direkt an die Zentrale meldet. Und ja, der Schwimmunfall. Da möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Traurige Geschichte. Effizienz fast 90% ist trotzdem noch in Ordnung. Ruf 71 Punkte waren auch gut. John Eberhardt wurde verletzt. Dominic Cox wurde verletzt. Hoffentlich nur leicht jeweils. 2 Tage ist schon normal verletzt. Das ist leicht verletzt. Ja, ansonsten war das unser erster Tag in Boston. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Mir geht so. Ich hätte mir für einen Einsatz vielleicht ein anderes Ende gewünscht. Ja, ich bin gespannt, was Boston noch so für uns bereithält. Ich hoffe, ihr bleibt dran und habt weiterhin Spaß, denn ich habe immer noch Bock darauf. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, lasst euch gut gehen, wie immer. Macht's gut und tschüss.